Ich bin Sportexperte geworden, weil ich gerne Fußball spiele und weil die Chance sehr relativ gering ist, dass ich Fußballprofi werde, trotzdem, wenn ich älter werde, irgendwas im Sportbereich machen will, mir gut vorstellen könnte, dass ich Sportmoderator werde. Deswegen habe ich mal mich bei den Sportexperten beworben, damit ich mal sehen kann, wie das hier so alles läuft. Ich bin Sportexpertin geworden, weil es sehr viele coole Erlebnisse ganz umsonst gibt und weil ich sehr gerne hinter den Kulissen stehe und die Bilder mache mit der Kamera. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber trotzdem sehe ich die Spitzensportler auch sehr nah, also hautnah, und das gefällt mir auch sehr gut. Ich bin Sportexperte geworden, weil ich es interessant finde, mit einer Kamera zu arbeiten. Ich es auch interessant finde, mal so ein Schneideprogramm kennenzulernen und natürlich mit den Stars mich zu unterhalten. Und was mir auch wichtig war, halt eine Teamarbeit und eine positive Produktion. Ich bin Sportexpertin geworden, weil meine Lehrer haben mich ausgesucht, weil ich sehr schüchtern bin gegenüber anderen Leuten. Und sie meinten, das wäre gut, damit ich mehr aus mir rauskomme. Aber ich finde, das macht Spaß, anderen Leuten, die Profis oder Stars oder wie auch immer, gegenüberzustehen und Fragen zu stellen.